Wort ist der Abgeordnete Peter Wurm. Bitte schön, Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Minister, werte Zuseher. Ja, man muss jetzt doch einige Sätze zu dieser Märchenstunde der ÖVP und der Grünen bei diesem Thema jetzt einmal zur Sprache bringen. Auslöser dieser Diskussion jetzt ist natürlich die klare Ansage dieser Regierung, bei den Teilzeitkräften, sprich bei über 1 Million Frauen, offensichtlich Sozialleistungen kürzen zu wollen. Und jetzt kommt die Regierung mit Grünen und ÖVP mit diesem netten Antrag der Stärkung von älteren Frauen. Die Katze ist aus dem Sack. Sie werden das Thema nicht mehr einfangen können. 1 Million Frauen, die in Teilzeit arbeiten, haben erkannt, was diese Regierung will. Und sie stärken eben nicht die Frauen. Also das ist genau das Gegenteil von Frauenpolitik. Und ich sage es noch einmal, ich habe es Vormittag erklärt, sehr, sehr viele davon sind auch in der Pflege in Teilzeit beschäftigt. Krankenhaus, Altersheimen und sonstigen. So, und das ist ein massiver Angriff, den der Minister Kocher in Zusammenarbeit mit ihrer Fraktion von den Grünen und der ÖVP hier gestartet hat. So. Darf ich auch noch einmal klarstellen, es wäre relativ einfach gewesen die letzten Jahre. Es ist nachweisbar, wir haben unzählige Anträge eingebracht, eben genau diese Kinderbetreuungszeiten von Frauen, die Kinder bekommen haben, besser anzurechnen in der Pension. Ist nachweisbar. Da waren alle 4 Fraktionen immer dagegen. So, leider Gottes auch die Sozialdemokratie, weil sie halt dieses Frauenbild, dass Frauen Kinder bekommen, nicht haben wollen. Aber wir haben da, ja, Frau Kollegin, wir wollten das immer höher bewertet haben. Eben diese Anrechnung, wollten wir höher bewertet haben. Bitte gehen Sie da mit uns mit, weil das die Frauen in der Pension am besten vor einer schlechten Pension absichert. Das wäre relativ einfach zu machen. Wir haben auch, und da war es auch dagegen, Aktion 60+, für Frauen, die in der Pension sind, dass sie steuerfrei und abgabenfrei, vielleicht nur 10 Stunden die Woche, irgendwo arbeiten können. Das wäre auch eine Möglichkeit, Frauen im 60+ vielleicht noch ein Einkommen zu bescheren. War sie auch dagegen. Und dann noch einmal, man muss es einfach sagen, auch die Kinderbetreuung, die Sie da immer jetzt ins Spiel bringen. Jeder, der sich bei dem Thema auskennt, weiß, dass das natürlich nicht kostenlos ist. Ein Kinderkrippenplatz kostet pro Monat, je nachdem wie umfangreich die Betreuung ist, zwischen 800 und 1200 Euro im Monat. Ein Kindergartenplatz zwischen 500 und 800 Euro im Monat. So, also das ist ja nicht kostenlos, das muss der Steuerzahler wie alle bezahlen. Was sie natürlich nicht wollen ist, und da spreche ich das berühmte Berndorfer Modell an, sie wollen natürlich nicht Frauen, die vielleicht zu Hause bleiben, hier, was da allgemein weniger kosten würde, auch dementsprechend ein Geld zu übergeben monatlich. So, aber das sind Dinge, die muss man diskutieren. Wir wissen das alle, die Gemeinden können das nicht finanzieren, der Bund sowieso nicht da. Aber bitte schön, wenn Sie wirklich für Frauen auch im Alter was tun wollen, dann machen Sie, gehen Sie mit unseren Anträgen einfach mit, weil das den Frauen was helfen würde. Und vielleicht auch noch ganz generell haben Menschen im hohen Alter, ob Männer oder Frauen, viele Problemstellungen. Da ist der Kollege Tropitz von der SPÖ auch mit mir gemeinsam im Konsumentenschutzausschuss aktiv gewesen. Und wir haben es durchgesetzt, sie sind nachgezogen, dass man auch Kredite bekommen kann im Alter. Aber es geht ja dann weiter. Du bist heute, wenn du 70, 80 Jahre alt bist, als Kunde bei Banken, du kannst nur mehr online arbeiten, du musst im Internet sein. Also alles Benachteiligung für alte Menschen, egal ob Frau oder Mann. Und auch hier sollten wir Initiativen setzen, damit es leichter wird. Das heißt, bitte schön, nicht hier einen Proforma-Antrag einbringen, aber in Wahrheit lassen Sie die Frauen vor allem im Alter, im Stich. Und das war die Aussage vom Kocher ja ganz eindeutig. Er will diesen über 1 Million Frauen, die in Teilzeit arbeiten, offensichtlich Leistungen streichen. Und da sind wir als Freiheitliche strikt dagegen. Danke. Wort ist Magister Merit Isoski. Bitte schön, Frau Abgeordnete.